Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben die beispiellose Situation, dass derzeit Parteien, die über eine Regierungsbildung verhandeln, in die Verantwortung genommen werden sollen für Regierungshandeln oder Nichthandeln. Was wir hier tun, ist, eine gesetzliche Grundlage für das Handeln der Bundesregierung und der Länderregierung zu schaffen. Hier übernehmen die Fraktionen SPD, Grüne und FDP Verantwortung. Gleichzeitig, auch nach dem, was Minister Spahn gerade gesagt hat, kann man die bisher amtierende und jetzt geschäftsführende Bundesregierung nicht aus ihrer Verantwortung für das konkrete Regierungshandeln entlassen. Und die derzeitigen ansteigenden Infektionszahlen sind ja seit Wochen im Gange und hätten ja beherztes Handeln auf der bisherigen Rechtslage erfordert. Und deshalb müssen Sie sich die Frage gefallen lassen, warum Sie nicht gehandelt haben, meine Damen und Herren. Kollege Frey hat eingeräumt, dass die Diskussion ihn verwirre. Er hat aber dann selbst zur Verwirrung beigetragen. Und deshalb ist es wichtig, hier noch einmal für Klarheit zu sorgen. Wenn Sie behauptet haben, wir SPD, FDP und Grüne hätten von Ihrem Gesetzentwurf abgeschrieben, ist es eine klare Verdrehung der Tatsachen. Wir haben den Gesetzentwurf eingebracht, im Hauptausschuss wurde er behandelt, und Sie haben dann einen Änderungsantrag gemacht. Sie haben also das Parlament hier belogen, und ich fordere Sie auf, das klarzustellen und Ihre unwahre Behauptung zurückzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Die Inzidenzen in manchen Kreisen liegen über 1000. Und in meinem Wahlkreis in Karlsruhe ist es jetzt schon so, dass die Intensivstationen voll sind und Patientinnen und Patienten verlegt werden müssen. Diese Situation erkennen wir, und wir sind in großer Sorge. Und wir leiten aus dieser Situation ab, dass die bisherige Gesetzeslage nicht in der Lage war, diese dramatische Entwicklung zu verhindern. Und deshalb schlagen wir mit dem heutigen Gesetzentwurf vor, nachzuschärfen, die Maßnahmen treffsicherer zu machen und ja, an einigen Stellen sogar noch zu verschärfen. 3G in Bus und Bahn, 3G am Arbeitsplatz, die Öffnung für die Länder, 2G einzuführen mit Kapazitätsobergrenzen bei Veranstaltungen. Das sind klare Verschärfungen, meine Damen und Herren. Aber wir sagen an der Stelle auch, es ist erforderlich, eine kollektive Kraftanstrengung in Deutschland zu mobilisieren. Denn das Virus lässt sich nicht durch Paragraphen bekämpfen, sondern nur durch technologische und soziale Intelligenz und organisatorische Effizienz. Und die haben die bisherigen Regierungen vermissen lassen. Und deshalb muss nachgeschärft werden. Und wir bitten deshalb alle in der Union, die guten Willens sind, unserem Gesetzentwurf heute zuzustimmen. Die Gretchenfrage heißt, lassen Sie sich impfen. Ich habe den Eindruck, dass das, was die Bundesregierung bisher gemacht hat, ein trauriges Bild abliefert. Die Werbekampagne zeigt, lass dich impfen, eine Person mit Pflaster im Arm. Da wünsche ich mir die Werbekampagne aus Frankreich. Die zeigt ein küssendes Paar mit dem Slogan, ja, der Impfstoff kann erwünschte Nebenwirkungen haben. Wir würden uns freuen, wenn mit mehr Engagement, wenn Influencer, wenn Künstlerinnen und Künstler, wenn Kulturschaffende auch mit Zielrichtung auf Milieus, mit Migrationshintergrund jetzt fürs Impfen werben. Und meine Damen und Herren, an die Adresse der AfD, Sie, die sich ja noch nicht mal an die Maskenpflicht hier im Haus halten, von Ihnen erwarte ich, dass Sie mal fürs Impfen eintreten. Machen Sie das endlich. Wir brauchen eine höhere Impfquote, meine Damen und Herren. Impfen und testen ist die Lösung, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und Impfdurchbrüche waren klar, dass die kommen werden. Tun Sie doch nicht so, als ob man das nicht gewusst hätte. Trotzdem ist das Impfen richtig. Ein letzter und persönlicher Satz, weil meine Redezeit zu Ende ist. Meine Damen und Herren, einige von Ihnen wissen das. Wir haben eine Tochter seit 25.07. in der Intensivstation. Ich spreche jeden Tag, wenn ich kann und vor Ort bin, auch mit Pflegekräften. Und ich finde es wirklich schwierig, wie die Situation dort ist. Wir haben einen Pflegenotstand. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz hat nicht dazu geführt, die Situation zu entschärfen. Aber heute an diesem Tag so zu tun, als ob die Fortsetzung der epidemischen Lage nationaler Tragweite den Pflegekräftemangel beseitigen würde, ist unredlich. Das ist eine Lüge. Die Menschen in der Pflege sagen mir, Geld allein ist es nicht. Es sind viele Faktoren. Die Kinderbetreuung, die nicht mit den Schichtzeiten in Einklang ist, der Parkplatz, den man nicht gewährt vor Ort, und viele andere Dinge bis hin
zur Bezahlung. Und ich würde uns aufrufen, dass wir gemeinsam uns überlegen, wie wir es schaffen, dass mehr junge Menschen in die Pflegeberufe gehen, anstatt dass sie Jura und Volkswirtschaft und BWL studieren. Ich bin selber Volkswirt. Ich bin der Meinung, das müssen wir an der Stelle machen. Und hierzu sind wir bereit. Ich bin der Meinung, dass Sie nicht mit falschen Argumenten hier vorgehen sollten. Die Lage ist wirklich dramatisch. Aber jetzt den Parteien SPD, Grünen und FDP vorzuwerfen, wir wären für den Pflegemangel verantwortlich, das ist unredlich, meine Damen und Herren. Helfen wir gemeinsam, dass wir mehr Menschen für die Pflege gewinnen. Entschuldigung. Als nächster Redner für die AfD-Fraktion hat Martin Sichert das Wort. Und